Yo, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3 mit unserem sechsten Part. Nun, wir sind im letzten Part in Boston angekommen und werden nun auf dieses Pferd aufsteigen und mit... Ich habe leider gerade seinen Namen vergessen. Es wird uns aber tippisch demnächst nochmal sagen, wie... Wir reisen zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumt und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein, Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Nun denn, führe uns dorthin weiter. Kenway. Kenway war's. Ich meine. So, das Pferd seilen wir nicht an. Wir bäumen es auf. Das ist sehr effektiv. Eine neue E-Mail haben wir erhalten. Okay. 100%. Willkommen in Boston. Hauptmission Sequenz 2. Hatem ist soeben in Boston eingetroffen. Lee begrüßt ihn und führt ihn durch die Stadt. Lee Henway. Sagen wir einfach Lee zu ihm. Das wissen wir jetzt fest. Oder ich weiß es fest. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch dran und ich bin einfach gerade zu dämlich, daran zu kommen. Nein, wollen wir nicht. Wir haben es ja schon. Gut, achso, ich möchte mal eine Aussage aus dem ersten Part korrigieren. Da ich meine, ich habe dort einen Fehler gemacht, oder wenn ich schon korrigiert habe, entschuldige ich mich jetzt, dass ich es nochmal tue. Die Hauptstory ist bis hier. Und das hier sind Nebenaktionen oder Nebenstories. Und das hier sind dann die Nebenaktionen. Ich weiß gar nicht genau, was von beiden was ist. Und hier, doch hier, steht ja einmal nach. Ja, das hier sind dann die sammelbaren Sachen. Dann sind das hier wohl die Nebenmissionen, wie Briefe zu Personen liefern und ähnliches. Gut. Dann denke ich mal, wäre das genug erklärt. Und wir machen nun weiter, gehen hier rein zu den zwei exzentrischen Gastgebern nach Lees Beschreibung. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund! Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte! Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Gut, da die Namenssache jetzt geklärt ist, folgen wir Charles Lee. Aha. Neue Waffen gibt es im Geschäft. Da gucken wir vielleicht später mal vorbei. Nun erstmal an unseren Tisch, den wir noch öfters sehen werden. Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sag mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen.
Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Gut, dann werden wir uns zu diesem Banditenlager begeben. Durch die Tür mit dem weißen Gekrissel. Ne, in diesem Game kann man es ja wenigstens erklären. Und wir teleportieren uns hier hin. Okay. Guten Tag, Herr Thomas. Johnson? Thomas Hickey? Ah, doch Thomas. Wer will das wissen? Hathan Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Gut. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Ich habe den ersten Schuss schon abgegeben, aber okay. Also jeder hört nicht so einen Schuss. Die Waffen waren damals auch schon so leise. Stelle ich mich hier gerade irgendwie dämlich an? Ja, ruhig. Wow. Wirklich. Okay, wir müssen diese Söldner anscheinend, sollen wir sie mit Feuerwaffen eliminieren. Gut. Ja. Okay. Ich will erstmal nachladen. Schieße ich jetzt? Okay, dann muss ich noch mal kurz in die Optionen gucken. Oder stand das irgendwo im Tutorial? Wenn nicht, habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Steuerung. Verfolgung. Vibration. Okay. Controller-Typ. Ne, das ist schon Maus. Passt schon. Dann würde ich sagen, gibt es einen Kampf? Nein, dann ist es höchstwahrscheinlich in der Allgemein... Optionen. Steuerung anpassen, das ging schon viel besser. Angreifen. Linke Maus ist... Okay. Interagieren, springen, schnell, Inventar... Präziser Modus, F. Okay. Okay. Also die Waffe hat so viel. Moment. Schön, dass wir einen präzisen Modus haben, doch ich möchte auch gerne schießen, oder ich weiß was Besseres. Ihr zwei, haut ab! So,
Versuchen wir es mit unserer Knarre. Verschwinde! Fernfeuerknarre. Okay, ich bin gerade irgendwie zu dämlich zum Schießen. Steuerung anpassen. Angreifen. Ach, das wollten wir auch gar nicht. Ja, so. Springen, schnell, Karte, präziser Modus, Rekrut-Modus auffällig, Waffenauswahl. Okay. Ich werde mal kurz die Aufnahme pausieren, bis ich jetzt genau herausgefunden, wie es geht. Tolle Reihenfolge. Egal. Für euch wird es eh nur ein kleiner Schnitt sein. So, ich glaube, ich habe es herausgefunden. Ich war wahrscheinlich einfach zu dem, ich musste einfach nur die Waffe, denke ich mal, wechseln. Das werden wir jetzt aber sehen. Das natürlich schlecht testen konnte. Okay. Verschwindet, bevor wir wütend werden. Ja. Verschwindet, bevor wir wütend werden. Okay. Oder können wir nicht auf die schießen? Können wir vielleicht nur auf die schießen? Ne? Das hab ich total vergessen. Oh. Okay. Gut, es war einfach nur Q. Wow. Also Söldner, ihr habt Skill. Nicht. So viel zum Überraschung. Wir sollen ja auch Beschusswaffen töten. Hast du nachgeladen schon? Nee. Na komm, lass schneller nach. Okay, das war jetzt ein bisschen dem angestellt. Zurück, drin sind wir sicher! Ja. Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Erstmal... werden wir den Typen erledigen, damit wir schon mal einen weiteren Kill haben. Oder auch nicht. Oh, dann sprengen wir jetzt mal die Fässer. Vorstellung geht weiter. Doch nicht so sicher da drin. Okay, dann haben wir wohl alles erledigt. Das bringt sicher ein paar Pennen. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, Meister. Dann suchen wir jetzt die Dokumente. Die natürlich ganz unauffällig markiert sind. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Oh.
auf dem Mordplatz. Ah gut, der Fortschritt beim Nachladen bleibt gespeichert. Ach Mann, ich muss ihn mit Schusswaffen töten. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Haytham, der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Leer. Ja, Schande, also dass so viele sterben mussten. 7 Schuss ist so leer. Gut, dann plündern wir aber mal alle. Oder? Immer nur einen. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Gut, nun denn. Vorsicht, Herren, Gesellschaft. Passt auf die Truhe auf, Charles. Das werde wohl kaum ein Problem sein. Na, 7 haben wir schon mal. So, 8. Bald können wir endlich vernünftig kämpfen. Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Das ist wahr. Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Naja, ich tue es gerne. Es gibt ein bisschen Geld. Nehmen wir aber die Waffe gleich mal mit. Können wir gleich 2 Schuss schnell hintereinander abgeben. Nicht mit dieser Waffe, sondern in der Kombination diese Waffe und unsere Pistole. Warum nehmen wir nicht diesen Karren? Du ziehst. Jetzt haben wir es aber endlich. Jetzt können wir kämpfen, wie ich kämpfen würde. Müssen wir auch vor allem auf unsere 2 Begleiter aufpassen. Ah, der hat den Schuss überlebt. Okay. Den überlebt aber keiner. Und nun wirst du niemanden mehr erschießen oder drauf schießen. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Gut. Dort vorne sind ein paar Ziegen. Ich will euch schlachten! Okay, Mann. Ich bin ziegenfreundlich. So, erstmal einen erledigt. Oder kann ich überhaupt los? Ich hab das Konter komplett vergessen. Ach, mit E. Steht doch drin. Gut, nun dürfte der Kampf eleganter sein. Ja,
war's mit dir. Hier vorne steht ein Karren. Oh. Ja, können wir nicht schießen? Warum nicht? Machen wir es halt auf die altmodische Art. Ich bin auch noch im Zielgebiet, ich kletter nur hier das Gebäude hoch. Okay. Bedacht, ich bin der Dachmann von Zweideutigkeit. Oh, das ist geil. Was ist dabei bloß, wenn er nicht aufpasst? Weiß ich nicht genau, was mit Skype plus war. Ich war noch in einem Anruf und der ist aktuell gemutet. Ich habe es lange mal probiert, bis es weg war. Ich habe nichts gemacht, bin nur hier ein bisschen im Kreis rumgelaufen, damit die zwei Herren uns nicht getroffen haben. Und nun zeigen wir dir erst. Springen wir vom Dach. Illegal. Schießen ohne zu zielen. Na gut, doch, im Prinzip schon. Alles klar. Nun gehen wir noch mit euch zwei mit. Oi, Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Gut. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Na denn. Gut, damit sind wir jetzt fertig für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und mit einer voll abgeschlossenen Mission. Wenn es wieder ist, Assassin's Creed 3 mit mir, 500 Spider oder Spider 500. Nennt ihr, wie ihr es nennen wollt. Ciao, Leute. Bye-bye.